Aber ihr könnt ja vielleicht noch ein bisschen lauter, hm? Also. Hey! Da muss ich mich jetzt sputen. Jetzt macht mal, dass ihr fortkommt hier. Lismann, du Frohne! Ei, du Säule! Ei, Frohne! Schüttet den Brandewein in euren Wanst hinein. Hier, dieses Weib, so braucht sie auch noch einen. Ja, greife zu. Wer den ganzen Tag gearbeitet hat. Melchior, ich sehe, du löschest deinen Brand. Wer den ganzen Tag gearbeitet hat, dem sei gegönnt zum Feierabend. Das kenn ich doch. Jetzt tun die schon extra die Glocke für Leute lassen. Ja, damit der gerufen wird. Ach, ich kann euch sagen, was bin ich dann mit dem geschlagen? Der gibt ein Korn nach dem anderen. Und ich, du zu lange Brätschen. Aber sagen Sie mal, junger Mann, sind 3 Stunden Brätschen zu lang? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, genau. Das hab ich auch gesagt. Aber der Patron hat gemeint, nur beste Zutaten. Wie ist das Gesetz, das unser Graf uns gegeben hat? Sag, beste Hopfen, Gerste, Wasser vom roten Stahl. Schaut mich an. Seht ihr, dass einer Bier brauen kann? Kein Dünnbier. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, die Turmuhr wird bald 10 schlagen. Die Nacht ist kalt und dunkel auch, drum füllt und wärmt den kalten Bauch. Wir laden euch ganz herzlich ein, am Feuer unseren Gast zu sein. Das ist hier, und höret gar wohl, extra gebrauen. So danken wir der Licher Brauerei, so ist es extra gebrauen worden für diese.